wir gehen jetzt ins Gym. Alt! Wow! Denn wir treffen jetzt gleich den lieben Pedro Lombardi. Würde ich ganz gerne, dass du die Form bewertest. Also ich würde mir auf jeden Fall eine goldene Uhr holen. Pedro und ich haben beide gelitten. Was musstest du machen, wenn du 10 Minuten zu spät warst? Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Wir drehen heute wieder einen kleinen Vlog für euch. Wir sind gerade in Stuttgart angekommen. Wir haben ein paar geile Sachen zu erleben und zu erledigen. Wir werden uns jetzt gleich mit Nico treffen und mit Sascha. Der liebe Philipp ist auch da. Guter Freund, Geschäftspartner und auch Management hat er übernommen von mir. Und wir gehen jetzt frühstücken zusammen. Ich weiß noch gar nicht, was alles passiert. Deswegen kommt einfach mal mit und wir gucken mal so. Ja. Das geht auch weiter. Fühlst du das gerade? Nee. Glaub mir, also ich sag jetzt mal ganz kurz eine Sache, okay? Okay, ich mach einfach weiter. Meine Sommerform wird auf jeden Fall dieses Jahr nicht schlecht sein, denn ich habe mich dazu entschieden, tatsächlich das Volumen, das ich aktuell fahre. Steroide zu nehmen? Ganz genau. Okay, gut, dann haben wir das ja erklärt. Also Volumen gleich Steroide im Prinzip. Nee, also das Ding ist, jetzt mal ohne Spaß, ich werde diesen Sommer das Volumen, das ich gerade habe, durchziehen. Und sobald ich dann im Prinzip in die Diät einsteige, dann würde ich ganz gerne, dass du die Form bewertest und dann einfach sagst, es ist komplett beschissen. Was hältst du davon, wenn du mal richtig Bock hast, das richtig durchzuziehen, dass ich dir mal einen richtigen Ernährungs- und richtigen Trainingsplan schreibe, auf dich abgestimmt, und du einfach mal guckst, wie es dir gefällt und ob man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen kann, als wenn du es selber steuerst? Also bei dir sieht es dann so aus, Trainingsplan, Testo, Ernährungsplan, Steron. Ja, sozusagen. Okay. Ja, Wachstumshormone hast du vergessen. Ah, sorry. Ja, die gehören dazu. So, Freunde, wir haben gerade mein neues Autochen abgeholt, wie ihr schon im letzten Video gesehen habt. Und ja, Nico hat auch gerade sein Auto auch abgeholt von Mercedes. Er hat Winterreifen bekommen. Der fährt gerade vor uns. Schön Cabrio-Wetter. Wir haben in Stuttgart jetzt 14,5 Grad. Also wirklich brutal. Ja, unglaublich schönes Auto. Ich bin so stolz, so ein Auto zu fahren zu dürfen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals einen nagelneuen AMG fahren werde. Ich weiß nicht, ob ich hier so reinkomme. Möglich! Das Wichtigste ist, du musst mit deinem, wenn du reinfährst, guckst du immer hier raus und du guckst, dass du mit der linken links so nah wie möglich hier an dem Stein bist, okay? Hat funktioniert. Sehr gut. Ich weiß trotzdem, dass ihr wollt, dass ich Fahrrad fahre. Danke. Du hast ein Herz auf dem Arsch. No homo. So, wir sind angekommen im Büro bei den Jungs. Also die meisten Klimmzüge, die jemals ein Mensch. Kevin, ganz Alter. Wenn dir das Video gefallen hat mit Kevin Colter, dann lass einen Daumen nach oben da. Cool, dass dein Hemd so in der Uhr passt. Endlich, wirklich. Ja. Weißt du, ist schön gematcht, oder? Grün. Ja. Er wartet so den ganzen Tag drauf, dass er drauf angesprochen wird. Kurz Abschied. So Leute, ich habe gerade mit Timmy ein neues Format gedreht für unseren Kanal. Oh, also für meinen Kanal, für unseren Kanal. Ein Fitnessquiz der etwas anderen Art. Mit Büroklammern. Und ich weiß nicht, sieht man das bei mir? Ja, noch ein bisschen. Alles rot. Ja, war auf jeden Fall eine echt scheiß Idee. Ey, Digga, am Anfang, der hat mir das fast in mein Gehirn reingeschoben. Was für ein Wetter, oder? Es ist Frühling. Wir gehen jetzt gerade mit den Jungs was essen. Ab, weil manchmal lässt er nicht rein. Und danach meine Zeit, wenn so morgens trainieren. Produzieren wir noch ein bisschen Content. Sorry, war ein Spaß. Freundchen, nicht nochmal. Dann schlage ich dich vor deine ganze Community zusammen. Hast du verstanden? Sorry. Aber jetzt raus aus meinem Office! Sorry nochmal. Komm nicht wieder vor. So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen.
Ich bin gerade ein bisschen am Vorbereiten, aber viel mehr am Zusammenpacken, weil wir gehen jetzt ins Gym und trainieren jetzt eine kleine Runde mit dem lieben Sascha, aka Mr. Unsympathisch TV. Wir nehmen euch mit, seht ihr in dem Vlog auch ganz paar kleine Ausschnitte, aber das eigentliche Trainingsvideo mit Sascha, das kommt natürlich extra, wenn Herr Unsympathisch schon mal Zeit hat. Also übrigens, ich habe viele Fragen von euch bekommen zu dem T-Shirt. Das gehört zur neuen Big Boys Kollektion, die bald online kommt. Wenn ihr Sachen bei Smile Dogs braucht oder auch bei Neo Subs, ein paar geile Supplemente, könnt ihr natürlich fette 10% sparen mit dem Code KEVIN10. Ja, wir haben ein wunderschönes Zimmerchen. Hier ist halt das ist mein Zimmer. Ist schon ein bisschen unordentlich. Kleines Badezimmer. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Andres Bumskiste. Das zeigen wir nur ganz kurz. Ja, einen schönen Wohnbereich. Die Süßigkeiten, bitte keine Acht auf die Süßigkeiten dort auf dem Tisch, die sind von André. Und natürlich auch nochmal drei Balkone haben wir hier. Da bei André ist noch ein Balkon. Ja, wunderschön. Ja, wenn ich in Stuttgart bin, schlafe ich immer in der Cloud Number 7. Ist für mich eigentlich so mit das beste Apartment-Hotel. Boah, Hotel kann man sich nennen. Apartments sind hier. Cloud Number 7 Apartments. Wir gehen jetzt mein Biest wecken in der Garage. Und dann, ja, wie gesagt, zum lieben Sascha, eine Runde trainieren. Los geht's! Ich hab eine neue Schiene drin. Jetzt schon mittlerweile die sechste. Schon krass, wie schnell es geht mit den Zähnen, ey. In 5 Schienen habe ich schon wieder fast gerade Zähne vorne. Hier in der Cloud, die Betten sind einfach bombastisch gut. Ich schlafe hier immer so tief und fest. Bin sehr motiviert, weil heute wird ein sehr, sehr spannender Tag. Ein sehr, sehr wichtiger Tag, weil wir sehr, sehr viel Vorhaben für euch zu drehen. Nein, alles gut, sehr gut. Wenn ein Auto neu ist, hat man natürlich immer Angst, dass irgendwas passiert hier. Gerade wenn man sein Auto gerade abgeholt hat und es hat 40 Kilometer jetzt gelaufen. 40 Kilometer hat das Ding jetzt gelaufen. Unglaublich. So, wir sind jetzt angekommen im Home-Gym von Sascha und Nico. Hier habe ich schon oft mit Tim und mit Nico schon oft gedreht. Heute drehen wir mit dem lieben Sascha. Es ist gerade schon warm gelaufen, weil wir sind zu spät gekommen. Und wir machen heute einen Oberkörpertag. Jetzt sag mal ehrlich, ja? Kevin, in deiner Vergangenheit, ja. Was musstest du machen, wenn du 10 Minuten zu spät warst? Das war ja nicht ganz singen. Okay, sagen wir trotzdem 8. Ich musste nichts machen, weil ich... Doch. Hey, aus den Filmen kennt man das so. Also, erwartest du jetzt, dass ich Liegestütze mache zur Strafe? Nein, ich wollte nur eine ehrliche Antwort haben. Bei der Bundeswehr vielleicht, aber die Zeiten sind ja auch schon lange vorbei. Ja, das stimmt. Sag mal. Ja, wir trainieren jetzt auf jeden Fall und danach gehen wir noch zu Nico und wir gehen noch später was essen. Also sehen wir uns gleich wieder. Wir haben fertig trainiert mit dem lieben Sascha. Habt ihr ja gerade ein paar Ausschnitte gesehen. Und jetzt geht's ins Büro zurück. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und dann gehen wir was futtern. Ey, yo. Also man muss einfach mal sagen an der Stelle, viele von euch wissen ja, dass mein Leben broke ist, ne? Aber mein Leben ist eigentlich noch viel broker, als man denkt. So broke, wie auf Saschas Arm steht? So broke, dass ich in den Laden gehe, um mir diese Brille zu kaufen. Alter! Ah, ja! Ja! Was seid ihr für Quizmaster? Junge! Hunde, ey! Alter! Oh mein! Ach, sehr gut! Oh, aber hast du schon mal was davon gehört, dass man auch schneiden kann? Ja. Warum machst du es dann immer neu? Weil es einfacher ist, wenn man nicht so viel schneidet. Ja, okay, klar. So, Freunde, die Deutschland-Tour geht weiter, mehr oder weniger. Wir sind jetzt von Stuttgart, haben wir uns getrennt und verabschiedet von Nico, Sascha und Tim und sind jetzt auf dem Weg nach Köln, denn wir treffen jetzt gleich den lieben Pedro Lombardi und mit dem drehen wir ein paar nette Videos. Dann geht's von Köln abends nach Düsseldorf, weil dort treffen wir morgen den lieben Justin und den lieben Marc Gebauer. So, wir sind angekommen in Köln beim lieben Pietro und ja, jetzt gehen wir mal los und gucken, wo der steckt.
Nochmal nicht zurück! Hallo! So, Freunde, wir haben wirklich drei coole Videos abgefilmt. Peter und ich haben beide gelitten. Instagram wurde misshandelt. Seins ein bisschen mehr als meins, aber ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt noch was futtern und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Wir sind in Düsseldorf und wir gehen jetzt zum lieben Marc Gebauer. Dort treffe ich mich mit dem lieben Justin. Der Justin wird mich heute ein bisschen begleiten und ein bisschen beraten auch. Und ich werde mir wahrscheinlich eine neue Uhr kaufen oder vielmehr eine neue Geldanlage. Uhren immer im Wert gestiegen bisher. Ich hatte immer Glück. Zum Beispiel die Hulk habe ich damals gekauft für 9.000 Euro. Ist mittlerweile schon 14.500 bis 15.500 Euro wert. Also bisher alles richtig gemacht, was Uhren angeht. Und so mache ich das auch weiter. Ist für mich einfach das Sinnvollste. Also gucken wir mal, was Marc alles Schönes da hat. Und ja, lasst euch überraschen. Good morning, a new day is dawning. A new swag, a new bag is calling. Stop. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Good morning, good morning, a new day is dawning. Guten Morgen. Hier mit Sicherheitsschleife, Alter. Guten Morgen. Ja, es wird, ja, alles gut. Es geht ab. Die ist die größte, die wir jemals gebaut haben. Es gab keine größere. Aber die liegt bei 300. 1000. Ja. Ist leicht über hier. Justin. Ja, genau. Aber nicht in meiner Hand. Ja. Ist aber auch ordentlich. Das ist voll Weißgold, ja. Das ist die Jubiläumsedition. Richtig Hammerteil. Und ja. 300.000 Euro. Ja. Das kommt auch krass mit dem Hemd und so. Ja, Mann, boy. Das ist jetzt richtiger Rolex-Look. Boah, die finde ich steht dir gut. Die hat auch eine gute Größe. Ja, das muss ich sagen. Ich bin eigentlich nie so der Fan von der Uhr gewesen. Ich muss sagen, jetzt an dir sieht sie schon cool aus. Aber die ist stabil. Die ist sehr stabil. Die gibt es ja nicht mehr, ne? Weil genau. Die wurde eingestellt. Aber auch die Modelle, die jetzt noch im Programm sind, werden auch noch teurer. Guck mal, Shaquille O'Neal. Ja. Größer gibt's nicht. Ja. Perfekt, die nehmen wir. Das, ich finde, das ist einfach nicht schön. Auch das ist ja. Danke. Das Zifferblatt, was soll guck das denn? Mark. Stärkste. Bei 31 ist die jetzt schon. Ja. Yeah. Oh, das ist ja das Neue. Das ist die 15.500? 15.500 blaues Blatt, ja. Krass. Was? Das ist deine Uhr, Digga. Ja, das ist wirklich deine Uhr. Die? Ja. Findest du? We're gonna stand and fight. Also, Entscheidung ist gefallen. Ich habe ein paar Rolex-Uhren zu Hause. Ich denke mal, dass mir 3 bis 4, 5 Uhren reichen auf jeden Fall. Deswegen werde ich 2 abgeben an Marc. Einmal eine GMT Master in Schwarz und einmal eine Submariner Date. Und mir dafür dann diese AP holen im schwarzen Ziffernblatt. Weil die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Am Anfang fand ich ja wirklich immer, habe ich mich ja immer gegen diese Uhr gewehrt. Also wirklich gewehrt. Aber umso öfter ich die gesehen habe, umso interessanter wurde die irgendwie für mich. Und mittlerweile finde ich die wirklich schick. Also. Was du bei Rolex halt nicht hast, hier hinten hast du noch ein nice Fenster. Ne? Ja, das stimmt. Und diese Uhr, die Skydweller, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Teil. Die möchte ich aber mit einem schwarzen Rand hier oder einem goldenen Rand haben. Oder diese, also ich werde mir auf jeden Fall eine goldene Uhr holen und die Entscheidung wird dann fallen zwischen der hier in Vollgold oder der hier in Vollgold. Das ist mal ein Plan, denke ich. Und ja, so machen wir's. Somit habe ich nicht mehr so viel rumliegen. Marc kann wieder ein bisschen was verkaufen. Ja, das ist auch nett, dass du auch an ihn kennst. Ja. Aber vor allen Dingen habe ich dann 2 neue Babys. So, Freunde, ich hoffe, das kleine Video mit Marc und Justin hat euch gefallen. Ja. Vielen Dank an eure Beratungstipps. Ja. Wenn ihr unseren Investment-Blog und Podcast gerne abonnieren wollt, dann jetzt auf Spotify. Dort gibt es immer gute Investment-Tipps von uns. Und wir sagen Tschüss und sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen bei...